So, du trainierst, du hast nichts mehr zum Forschen. Aber das Training ist gleich fertig, oder? Da will ich jetzt nicht noch schnell was forschen. Komm, wo ist der Balken? Balken ist weg. Okay. Was wollte ich machen? Wir haben 12 Millionen. Ist es schon Zeit für eine neue Engine? Nö. Haben wir alles schon. Okay, dann ist es Zeit für ein neues Spiel. Wir haben 40.000 Fans. Wollen wir dem Publisher mal eine Chance geben? Wir können mal reinschnuppern, was sie so für Angebote haben. Also, haben wir keine Lizenz für? Haben wir keine Lizenz für? Haben wir keine Lizenz für? Was? Sci-Fi und Any-Genre. Mindestscore 8. Könnt ihr mir mal an die Füße packen. Wenn ich eine Mindestscore von 8 hinbekommen würde, bräuchte ich euch nicht. Mindestscore 8, Mindestscore 7, Mindestscore 7. Nee, komm. Oh, okay. Das passt doch ganz gut. Wenn jetzt die G3 kommt, dann nehmen wir eine Small Booth und fangen. Oh, die Dream Vast kommt. Bla bla Konsole. So. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Das Spiel wird Medium. Topic. Wir haben eine ganze Menge Topics. Aber ich. Popular New Topics. Okay. Also muss auch was Neues sein. Hacking Simulator. Und was? Casual? Eine Simulationsstrategie. Jede Simulation und Strategie, das ist Simulations-RPG, dass man leveln kann. Leveln ist immer toll. Genauso wie Grinden immer toll ist. Also jedenfalls für mich. Oder eine Action-Simulation. Müssen wir eigentlich immer ein zweites Genre wählen? Oder dürfen wir nur ein zweites Genre nehmen? Ach komm. Also Simulation und RPG. Plattform ist PC. Mit inzwischen schon wieder 20% Marktanteil. Die Dream Wars ist ganz oben. Kostet aber auch mal eben eine Viertelmillion, die Lizenz dafür zu kaufen. So, Game Engine ist die Anti-Engine 1.4. Und das ist 1.0.0.1.0.1. So. Next. 3D-Grafik-Version 4 ist richtig. So, alle losploppen. Go, 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 go. Okay, es ist eine Hacking- und Simulations-RPG. Also Simulationen brauchen immer möglichst wenig Story, möglichst viel von dem anderen Zeug. Und ein RPG ist genau andersrum. Also wenn wir jetzt ein Spiel machen, wo alles ausgeglichen ist, müsste es eigentlich hinhauen. So viel zumindest zur Theorie. Simple Cutscenes sind gut. Das darf ruhig ein sehr teures Spiel werden. Denn wir erhoffen uns ja auch viel Geld reinzubekommen, weil es bei der G3 vorgestellt wird. Und dass ich immer noch keine Maus habe, stört mich. Also muss ich wahrscheinlich wirklich den Joystick erforschen, um die Maus erforschen zu können. Was ich nicht besonders toll finde, aber na gut. Lineares. Irgendwas, was wir nicht brauchen? Nö, wir brauchen alles. Anti-Girogon Engine, unser Techniker. Da ist unser Techniker. Jonathan Lee ist bei der Story und Quests. Ich tausche das mal wieder. So. Da ich immer noch nicht weiß, was jetzt genau was ist. Aber da die Spiele bisher nur Mittelmaß waren, hoffe ich einfach mal, dass es jetzt so rum besser passt. Also, Techniker ist für Gameplay zuständig. Okay. Plop, 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 plop. Ganz schnell, ganz viel. Das sieht gut aus. Und der Trend für neue Topics ist weg. Und es kommt bald eine M-Box auf den Markt. Sehr geil. So, plop, 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 plop. Alles gut soweit. Und die Play System 2 von Vony ist draußen. So. Wir machen jetzt mal ganz kleines bisschen Hype. Auch wenn die G3 noch mehr Hype hinzufügen wird. Grundhype kann nicht schaden. Ich weiß ja nicht. Nee, komm, die 50.000 sparen wir uns. Es ist ein halber Monat. Es muss schon Sinn machen. So. Dialoge.
macht unser Techniker. Das Design macht unser Designer. Und Anti-Girogon macht immer die Technik-Sachen. Das können wir alles drin lassen, auch wenn es teuer ist. Okay. Gucken wir mal. Letztes Mal war 80.000 rum. Ich glaube schon. Ein paar neue Fans wäre auch nicht schlecht, wenn man die durch die G3 überhaupt bekommt. Wow. Schöner Sprung. Sind wir Platz 100 vielleicht geworden oder so? Ne, immer noch nicht Top 100. Bei 100.000 Besuchern, das ist eine ganze Menge, oder? Na gut. Hype 21, 23, 24, das ploppt richtig schön hoch. Gute Idee. Also ja, die 50.000 haben wir uns locker sparen können. Denn die 4 Punkte Hype machen da nicht so den Unterschied. Und das PlaySystem 2 ist ein phänomenaler Durchbruch. Jo, sehr schön. Letzte Phase, wir sind schon bei 84. Ich glaube, der Hype ist gerade runtergegangen. Das ist schon mal nicht so schön. Der Rest kann aber drin bleiben. Und alle sind 100% ausgelastet. Okay. Go, go, go. Oh, nee, Design steigt immer. Hype steigt immer noch. Sehr geil. 43. Bitte, bitte, bitte. Jetzt mal wieder so ein richtig ordentliches Spiel. Und diesmal werde ich den Hype auch im Auge behalten. Und wenn alle Bugs weg sind, versuche ich noch ein bisschen was an den Zahlen zu drehen. 57 Hype. Und Alien Trooper hat 2,2 Millionen gebracht. Das ist doch gut. So, Bugs weg. Hype ist 58. Weg, 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 weg über den Bugs. Bugs sind gleich weg. Hype ist immer noch auf 58. Ich hoffe mal, der springt jetzt nicht gleich auf 0 oder so. So, Bugs sind weg. Schön weiterarbeiten. 58. 58. 58. Keine Bugs. Okay, fertig. Das sind sehr gute Zahlen. Und neue Rekordpartechnologie. Also neues Topic, neue Combo, gutes Management. Das ist keine großartige Combo. Hacken und Simulationen. Ich kann mich da so an 2, 3 Spiele erinnern, die ganz gut waren. Genau mit der Kombination, aber na gut. Okay. Release Game. Boss, wir sollten etwas Geld in neues Equipment investieren. Wir verlieren eine Menge Zeit, wenn wir mit unseren alten Computern arbeiten. Das kann gut sein. Also 150.000. Und... Oh, Flat Screens. Sehr schön. Und die Kritiken sind da. Komm, 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 komm. Mindestens eine 8. Langsam denke ich, da ist echt irgendwas faul. Also egal, was ich mache, das sind jetzt nur Durchschnittsspiele. Wird bestimmt an der Maus liegen. Die Maus ist schuld. Das sollten wir als nächstes machen. Klaus, also du musst in Urlaub. Du erforscht jetzt den Joystick. Und du erforscht irgendwas anderes. 3D-Grafik-Version 5 zum Beispiel. Den können wir... Oh, haben wir keine Research-Punkte für. Nee. Skilltree, Surround Sound. Orchestral Soundtrack. Full Motion Video. Ich hätte gerne jetzt so an der Seite eine Übersicht von diesen Unterpunkten, also Dialog, Sound, Story und so weiter, und was wir da schon haben, um zu gucken, wo wir jetzt noch was reinschieben müssten. Oh, neue Poster. Theme Hospital und Quiver. Okay. Sah mir zuerst ein bisschen Half-Life-artig aus wegen den Farben, aber nö, ich denke nicht. Branching Story. Weil das ist alles jetzt für RPGs und Adventure wichtig. Also Story, Dialoge und so. Nehmen wir doch mal dynamisches Umfeld mit 240.000. Und dann gleich noch die Maus dazu. Und dann können wir auch schon eine neue Engine nehmen. Ich weiß ja nicht. Warum muss das alles so teuer sein? Genau deswegen. Ne? Government. Genau, ein Government Simulator. Nee, komm. Stopp. Stopp. Wir sparen die Punkte jetzt auf. Du trainierst einfach in der Zeit.
Design for Pirates. Okay, seit der G3. Seit die G3 das wichtigste Treffen der Spieleentwickler geworden ist, haben wir uns dafür entschlossen, unseren Namen für eine bessere Sache zu benutzen. Startend heute. Was? Bieten wir eine neue Art Challenge an, wo jedes Jahr die Developer gegeneinander antreten können. Okay. Es gibt keine Preisgelder, aber es sollte eine gute Möglichkeit sein, Skills zu erhöhen. Wir brauchen verdammt mal Preisgelder. Wir brauchen Geld, wir brauchen Spiele. Training schön und gut, aber... Weiß ja nicht. Na gut, also du trainierst, du researchst, du machst Urlaub. Zahlen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Was? 250.000 nur? Das ist absolut nicht gut. So, du research Maus. So. Du bist wieder da. Dann warte einfach kurz. Wir machen gleich noch ein Spiel. So. Also wir müssten jetzt eine neue Engine machen. Mit der Maus. Und dem Joystick für andere Spiele. Aber das können wir uns aber nicht leisten. Das heißt, wir entwickeln jetzt noch ein Spiel. Kriegen dann hoffentlich genug Research-Punkte zusammen. Erforschen dann die neue Grafik-Update-Version Dingens. Also 3D Version 5. Und dann können wir eine neue Engine machen. Also, neues Spiel. Momentan keine Trends. Okay, Medium. Topic. Ich nehme einfach mal ein Topic, wo ich weiß, dass es gut ist. Also Sport. Simulator. Und das lasse ich mal einfach frei. Plattform. Sportspiele. Wollen wir mal eine Konsole ausprobieren? Ja, 20% Marktanteil kostet 70.000. Nee, komm, PC. Game Engine ist Anti-Engine. Das da. Warte mal, 355.000. 165.000. Haha. nein. So, weiter. 3D-Grafik 4 ist okay. Plop, 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 plop. Oh, und wir haben das Ding nicht benannt. Mist. Aber gut, lineare Story brauchen wir nicht. Steering Wheel brauchen wir. Charakter Progression brauchen wir nicht. Und es ist eine reine Simulation, also kann Story und Quest weg. Dann können auch die Cutscenes weg. So. Gucken wir mal, was das jetzt wird. Wenn wir wirklich wieder so vorgehen, wie es eigentlich Sinn macht. Okay. Hype baut sich von alleine auf. Das ist schon mal sehr praktisch. Wir haben ganz schön viele Bugs. Komm schon, gib Geld. 60.000, das deckt noch nicht mal die monatlichen Kosten. Bei weitem nicht. Dialoge können runter. Jonah Shen ist Designerin, macht ein Level Design. Jo. Level Design ist auch nicht ganz so wichtig. Machen wir mal so. Anti-Geologen und vollkommen ausgelastet. Aber gut. Level Design ist nicht so wichtig, also können die auch raus. Na, beim Sportspiel ist das Design schon auch ein bisschen wichtig. Muss ja schön Bling Bling haben. Aber wir brauchen keine AI Companions. Also wir brauchen sie eigentlich nicht vom Sinn her. Aber ich denke mal, dass es hier einen Boost gibt, einfach nur von einem Wert her auf AI. Ich hätte gerne echt so eine kleine Klammer, die hier steht und sagt, hey, wenn du das da drückst, passiert das und das. Aber man kann nicht alles haben. Außerdem ist die kleine Klammer längst tot. Und vor der kleinen Klammer war es ein kleiner Hund mit einem Knochen. Oder war es danach? Weiß ich gar nicht mehr. So, Save to Cloud. Nein! Da sind mir schon zwei LPs wegen abgeraucht. Wegen diesem ja, doofen Steam Cloud. Und Achievements. Aber gut. Ist die Musik anders? Okay. Dritte Stage. Girugon ist vollkommen überladen. Also Anti-Girugon.
Das heißt, wir machen jetzt mal die Sache, wo nicht Anti-Girogon drin ist. Hoch. Jonah Chen ist nicht ausgeladen. Na gut, besser geht's nicht. Jonathan Lee kann ein bisschen mehr. Oh, es geht doch besser, okay. Ja. Was haben wir noch? Grafik. Ja, jetzt ist das Ganze natürlich vollkommen für den Arsch. Sounds wichtig. World Design ist auf Null. Den können wir auch Virtual Economy und Rich Backstory rausnehmen. Und Open World. Mal gucken.